5, 4, 3, 2, 1, 0. So. Alles Gute im neuen Jahr nochmal. Das erste Video im neuen Jahr ist mal wieder ein Test. Ich habe schon ewig lang kein Second Life mehr gespielt. Und was soll ich sagen? Ich habe mich eingeloggt und sofort hat es funktioniert. Und wie wir sehen, das ist unser Avatar, nämlich... Na, kennt ihn noch jemand? Kennt noch jemand Invader Sim? Der Irken-Alien. Ich mag Sim und deswegen habe ich den als Avatar genommen. Ja, bis es soweit ist und ich einen eigenen Kip-Avatar habe, werde ich mal als Sim ein bisschen die Gegend hier erkunden. Und los geht's! Mal einfach mal hier spazieren. Ja, durchs Wasser. Ein schöner Wasserfall. Ein Hirsch. Ja. Ja, es ist jetzt schon über ein Jahr her, da habe ich mal Second Life auf Facebook gestreamt und da lief ein Lied von Madonna und das hat dem Copyright ID-System nicht so gut gefallen. Deswegen habe ich jetzt hier, also ich höre die Musik noch, aber auf dem Video ist jetzt da nicht mehr zu hören. Oh, am Meer, wunderschön. Ich habe absolut keine Ahnung mehr, wie Second Life richtig funktioniert. Man kann sich irgendwie teleportieren. Man kann andere Welten irgendwie erkunden. Ich habe da auch eine Science-Fiction-Welt gefunden, aber heute muss ich erstmal wieder reinkommen. Ich weiß ja nicht mal, wie die Grafikleistung genau ist. Ob das sich überhaupt lohnt, aber guckt euch das mal an. Das ist wunderschön, oder? Oh, wunderschön. Kann man sich auf die Bank setzen? Ja, tatsächlich. Locker. Und locker. Kann ich auch wieder aufstehen? Ah ja. Ja, wie man gehört hat, Second Life hatte mal einen richtig großen Hype. Und da wurde natürlich gewarnt, oh, es ist ein großes Suchtpotenzial da drin und man kann ja auch echtes Geld in Second Life verdienen und so weiter und so fort. Gehen wir mal da in das Gebiet. Aber Second Life ist immer noch da und ich finde es eigentlich ziemlich cool, wenn man da solche Simulationsspiele spielt. Also jetzt für die GTA-Fans, die vielleicht zugucken, muss ich sagen, GTA ist zwar ganz witzig, steht da oben jemand, ist zwar ganz witzig, aber ich finde es lang nicht so ansprechend und vielseitig wie Second Life. Bei Second Life kann man ja den Avatar wirklich, wirklich immer ganz anders machen. Also man sieht, wir sind jetzt hier das Alien Sim. Und ja, steht da jemand? Was ist denn das? Ach, das ist ein Vogel? Firestorm Project Typ, ja. Das ist ein Vogel. Ist das eine Statue oder was ist denn das? Irgendein Projekt wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, ich kenne mich bei Second Life gar nicht wirklich aus. Ich habe es, wie gesagt, ein paar Mal auf Facebook in meiner Anfangszeit, wo ich angefangen habe, Videos und auch Streams zu machen, mal gestreamt. Und da bin ich eigentlich auch nur so ziellos in der Gegend rumgelaufen und habe nicht wirklich was gemacht. Wie gesagt, ich finde Second Life optisch wirklich richtig schön. Mir gefällt's.
Hey Sim! Jetzt chill. Boah! Mir gefällt das richtig gut. So, ah, da kann man sich jetzt also aussuchen, was man mal chill, relax, hang, sit, chill zwar, chill. Hang. Sit. Chill 2. Sit 2. Relax. Cool. Das gefällt mir. Machen wir gleich mal ein Foto. Also, Sim wird auf jeden Fall in meine Liste kommen. In meine Alien-Liste. Ich will ja sowas wie eine Tier-List machen, nur über Aliens. Aber pro Alien auch ein eigenes Video. Nochmal Unterwasser? Ah ne, das sind wir jetzt am Strand. Alles sieht doch cool aus. Also mir gefällt es. Aufstehen. Bisschen durchs Wasser laufen. Wir können auch. Das weiß, wusste ich noch. Man kann auch unter Wasser. Hey, was ist denn das da vorne? Eine Rutsche? Röhrenrutsche? Ah, stimmt, man kann ja fliegen in Second Life. Das ist ja gut. Halt nicht zu weit, ich will bloß darüber wieder. Und. Landen. Ah, jetzt bin ich wieder auf dem Aufstehen. Da hat jemand ein Feuerchen gemacht. Und hier sind Camper unterwegs. Da blinkt jetzt auch Chat auf, aber das mache ich mal nicht auf, weil ich nämlich nicht weiß. Nicht, dass ich da irgendwie, weil wie gesagt, es sind auch andere reale Personen hier unterwegs. Es ist eine offene Welt. So viel weiß ich noch von oder über Second Life. Oh. Na! Ach komm, wir schweben da jetzt einfach hoch, ha? Wir können ja fliegen. Oh. Aha. Das ist so ein alter gruseliger Leuchtturm irgendwie. Aha. Cool. Röhren noch interessieren. Wo man da so durchrutschen kann. Da kann man bestimmt durchrutschen ins Wasser oder so. Aber wo waren die jetzt nochmal? So, wir sind nochmal am Anfang. Ich muss ja jetzt den Viewer nochmal neu starten. Weil plötzlich war mein Avatar weg. Und war vielleicht Grafikprobleme. Ich habe übrigens den Vollbildmodus. Der sieht aber im OBS genauso aus wie der normale Fenstermodus. Vielleicht frisst auch dieser Modus einfach viel zu viel Grafikspeicher oder so. Ich hätte diese Rutsche gerne nochmal gesehen. Ich will ein Selfie mit dem Vogel. So mache ich jetzt ein Selfie. Zack. So, jetzt gehen wir weiter. Ah ja, da war der Strand. Kann man da rein? Da kann man richtig drauf. Muss man da vielleicht irgendwie. Okay. Geh mal diesen Weg nach. Jetzt geht's unter Wasser. Schön die Luft anhalten. Ach cool. Wir sind unter Wasser. Rückwärts gehen? Nee. Wow. Vielleicht geht das auch gar nicht. Oh, ich wäre so gern durch diese Röhre gerutscht.
Hand. Kann man die Dinger da rumfahren? Tja, da sitzen wir jetzt. Hi. Rückwärts wieder raus. Ah, wunderbar. Da kommt richtiges Urlaubsfeeling. Ja, also, das war mal meine... Oh, wir setzen uns ab. Wir legen uns da hin. Das war mal ein kurzes Gastspiel bei Second Life. Also mir gefällt es wirklich riesig, ach, riesig nee, gut. Aufstehen. Ach egal. Mir gefällt es wirklich richtig gut. Genauso hatte ich es auch in Erinnerung. Ich würde gerne Second Life streamen. Das ist auch wunderbar geeignet, so ein bisschen zum Labern und zum, ja, so ein paar einfach ein bisschen so rumlaufen und die Gegend erkunden. Das macht Spaß. Also mir macht es jedenfalls Spaß. Wenn es euch auch Spaß macht, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und einen Kommentar. Bin voll, aber muss Fotos machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder hier bei Second Life. Bis dann. Tschüss.